Übungen der Heilung. Die 16 Atemübungen. Die Lehren über das achtsame Atmen sind direkt vom Buddha selbst. Die 16 Atemübungen sind Übungen für unseren Körper, unsere Gefühle, unseren Geist, geistigen Formationen oder Gebilde und die Objekte des Geistes, unsere Wahrnehmungen. Diese Lehren sind für unsere tägliche Praxis sehr nutzbringend und hilfreich in unserem Umgang mit schmerzlichen Gefühlen. Jedes Mal, wenn wir leiden und glauben, wir könnten das nicht mehr aushalten, wenn wir nicht mehr wissen, was wir tun sollen, dann stehen uns diese 16 Atemübungen immer zur Verfügung. Die erste Reihe von 4 Übungen, der Körper. Bei der ersten Übung geht es darum, das Einatmen als Einatmen und das Ausatmen als Ausatmen wahrzunehmen. Einatmend weiß ich, dass ich einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich ausatme. Das ist einfach, kann aber eine sehr tiefe Wirkung haben. Schenken Sie Ihrem Einatmen Aufmerksamkeit und nehmen Sie es wahr. Lassen Sie dann auf ganz natürliche Weise Vergangenheit und Zukunft los und kehren Sie zum gegenwärtigen Moment zurück. Sie beginnen damit, die Energie der Achtsamkeit und Konzentration aufzubauen und erlangen ein gewisses Maß an Freiheit. Bei der zweiten Übung folgen wir dem Einatmen und Ausatmen von Anfang bis zum Ende. Einatmend folge ich meinem Einatmen vom Anfang bis zum Ende. Ausatmend folge ich meinem Ausatmen vom Anfang bis zum Ende. Wir bewahren unsere Achtsamkeit und Konzentration während des gesamten Ein- und Ausatmens. Wir sagen nicht, einatmend, oh, ich habe vergessen, die Tür zu schließen. Es gibt keine Unterbrechung und so wird Ihre Konzentration mit der Zeit stärker. Das wird dem Einatmen und Ausatmen folgen genannt. Bei einigen Versionen dieser Übung wird vom Wahrnehmen der Atemlänge gesprochen. Einatmend weiß ich, dass mein Einatmen lang oder kurz ist. Wir tun aber nichts, um es zu verkürzen oder zu verlängern. Wir lassen den Atem so, wie er ist. Durch unser Gewahrsein für den Atemprozess wird er sich von alleine vertiefen. Er wird harmonischer und friedvoller. Unsere Aufmerksamkeit erhöht die Qualität unseres Atmens. Durch die dritte Übung wird der Geist zurück zum Körper gebracht. Einatmend bin ich meines ganzen Körpers gewahr. Ausatmend bin ich meines ganzen Körpers gewahr. In unserem alltäglichen Leben ist unser Körper da, doch unser Geist ist oft ganz woanders. Unser Geist ist vielleicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft gefangen, verstrickt in unsere Projekte, unseren Ärger, unsere Sorgen. Sie sind da und sie sind doch nicht da. Sie stehen sich selbst oder anderen gar nicht zur Verfügung. Die Übung besteht nun darin, zu unserem Atmen zurückzukehren. Der Atem ist die Brücke, die Körper und Geist verbindet.
In dem Moment, in dem wir unserem Atem Aufmerksamkeit schenken, in dem Moment kommen Körper und Geist in ganz natürlicher Weise zusammen. Einheit von Körper und Geist nennen wir das. Unser Atmen wird ruhiger, und dies kommt dem Körper und den Gefühlen zugute. Das ist Friedenspraxis. Wir sind im Hier und Jetzt gegründet, vollkommen lebendig und gegenwärtig, und können das Leben unmittelbar berühren. Allein diese einfache Übung kann ein Wunder bewirken, das Wunder, tief in jedem Moment zu leben. Wir kehren zu unserem Körper zurück, um seiner gewahr zu werden und uns um ihn zu kümmern. Wir haben unseren Körper vielfach missachtet und schlecht behandelt. Wir umarmen unseren Körper mit unserer Achtsamkeit und machen uns all das in unserem Körper bewusst, was unserer Aufmerksamkeit bedarf. Wir entdecken möglicherweise, dass sich in unserem Körper, bedingt durch unsere Lebensweise, seit längerem Spannung, Schmerz und Stress angesammelt haben. Bei der vierten Übung geht es darum, die Spannungen im Körper aufzulösen. Einatmend beruhige ich meinen Körper. Ausatmend beruhige ich meinen Körper. Die Spannungen können sich lösen, während wir sitzen, gehen oder liegen. Einatmend bin ich meines ganzen Körpers gewahr. Ausatmend beruhige ich meinen ganzen Körper. Wir kennen vielleicht Tiefenentspannungsübungen und können uns bis zu einem gewissen Grad auch entspannen. Doch die grundlegende Übung dafür, wirklich Spannungen zu lösen, besteht darin, Vergangenheit und Zukunft gehen zu lassen, zurück in den gegenwärtigen Moment zu kommen und die Tatsache zu genießen, dass wir lebendig sind und bereits über genügend Bedingungen zum Glücklichsein verfügen. Bitte denken Sie darüber nach. Wir sollten diese ersten vier Übungen unbedingt meistern. Sie stellen das Minimum dar. Unseres Atmens bewusst zu sein bedeutet, zu uns selbst zurückzukehren und die Energie unserer wahren Präsenz zu erzeugen. Mit dieser Energie umarmen wir unseren Körper und bewirken, dass er sich entspannt und zur Ruhe kommt. Tiefe Körperentspannung kann zu einem entspannten Geist führen. Gelingt uns das aber nicht mit unserem Körper, wird es schwieriger sein, dass uns dies später bei unserem Geist möglich sein wird. Die zweite Gruppe der vier Übungen, die Gefühle. Mit diesen vier Übungen betreten wir den Bereich der Gefühle. Vermochten wir unseren Körper erfolgreich zur Ruhe kommen zu lassen und sich zu entspannen, können wir uns nun unseren Gefühlen zuwenden und ihnen helfen. Bei der fünften Übung geht es um die Energie der Freude. Einatmend empfinde ich Freude. Ausatmend empfinde ich Freude. Als Übende sind sie imstande, im Hier und Jetzt ein Gefühl der Freude zu entwickeln. Je achtsamer und konzentrierter sie sind, desto stärker werden ihre Freude und ihr Glück. Die fünfte Übung, die uns Freude bringt, ist befreiend. Doch Freude ist nur möglich, wenn wir auch in der Lage sind, Dinge loszulassen. Üblicherweise glauben wir, dass Freude außerhalb von uns zu finden und zu erlangen sei, und wir ihr deshalb nachlaufen müssten. Doch sobald wir die Hindernisse in unserem Geist ausmachen und gehen lassen können, wird sich Freude ganz natürlich einstellen. Die sechste Übung
bezieht sich auf ein Gefühl des Glücks. Einatmend fühle ich mich glücklich. Ausatmend fühle ich mich glücklich. Allein durch diese Übungen können wir schon Glück erfahren. Achtsamkeit und Spannungen loslassen sind Quellen des Glücks. Achtsamkeit unterstützt uns darin, die vielen Bedingungen, glücklich zu sein, zu erkennen, über die wir bereits verfügen. Es ist also einfach, Gefühle der Freude und des Glücks in uns wachzurufen. Wir können es jederzeit und an jedem Ort. In der Zen-Tradition wird Meditation als Nahrung betrachtet. Es gibt im Zen die Redeweise von der Freude und dem Glück der Meditation als tägliche Nahrung. Wir können uns durch Meditation heilen und nähren. Die siebte Übung beinhaltet den Umgang mit schmerzlichen Gefühlen und Emotionen, die sich in uns manifestiert haben. Einatmend bin ich meiner geistigen Gebilde gewahr. Ausatmend bin ich meiner geistigen Gebilde gewahr. Diese Übung hilft uns, den Umgang mit den Energien von Schmerz, Kummer, Angst und Wut in uns zu erlernen. Wir üben uns in achtsamem Atmen, achtsamem Gehen, um die Energie der Achtsamkeit und Konzentration zu erzeugen. Und genau mit dieser Energie der Achtsamkeit und Konzentration erkennen und umarmen wir das schmerzliche Gefühl, das da ist. Wir sollten den Schmerz nicht zudecken. Wir kümmern uns um ihn. Wir würden uns selbst Gewalt antun, ignorierten oder unterdrückten wir unseren Schmerz. Wir sind die Achtsamkeit, wir sind aber ebenso auch unser schmerzliches Gefühl. Da gibt es keinen Kampf. Das ist die Sicht der Nicht-Dualität. Vermeiden wir es, zu uns selbst zurückzukehren, wird der Schmerz nur noch stärker werden. Die vom Buddha empfohlene Methode besteht darin, zu uns nach Hause zurückzukehren und uns darum zu kümmern, Sorge zu tragen. Wir brauchen ein gewisses Maß an Achtsamkeit und Konzentration. Wir sollten imstande sein, Achtsamkeit und Konzentration aufzubauen, damit wir stark genug sind, uns nicht von Schmerz und Kummer überwältigen zu lassen. Damit wir mit dieser Energie der Achtsamkeit und Konzentration vertrauensvoll uns selber zuwenden und die schmerzlichen Gefühle in uns erkennen können. Einatmend nehme ich das schmerzliche Gefühl in mir wahr. Ausatmend umarme ich das schmerzliche Gefühl in mir. Das ist eine reale Praxis. Die Übenden sollten imstande sein, ihren Schmerz wahrzunehmen und zärtlich wie ein Baby zu umarmen. Bei der achten Übung geht es darum, Spannungen zu lösen und Gefühle zu beruhigen. Einatmend beruhige ich meine geistigen Gebilde. Ausatmend beruhige ich meine geistigen Gebilde.
Bei der siebten und achten Übung nutzen wir die Achtsamkeit, um unseren Schmerz zu umarmen und Linderung zu erfahren. Wir verfahren genauso wie bei der Übung, die sich auf den Körper bezieht. Wir wenden uns unseren Gefühlen zu und umarmen sie zärtlich. Einatmend bin ich des schmerzlichen Gefühls in mir gewahr. Ausatmend beruhige ich das schmerzliche Gefühl in mir. Fortwährend achtsam atmend und achtsam gehend können wir unser schmerzliches Gefühl wiegen und umarmen. Mit Hilfe der Übung des tiefen Schauens können wir später die Natur unseres Kummers entdecken und zu der Einsicht gelangen, die uns von dem Kummer befreit. Doch gegenwärtig wird unser Kummer schon dadurch gelindert, dass wir unser Gefühl achtsam und voller Zartheit umarmen. Die dritte Gruppe von vier Übungen, der Geist. Mit der neunten Übung kommen wir zu den weiteren geistigen Gebilden. Gefühle sind nur eine Kategorie geistiger Gebilde oder Formationen. Samskara, so der Sanskrit-Begriff, bedeutet, dass viele Bedingungen zusammengekommen sind, damit sich etwas manifestieren kann. Es gibt gute geistige Gebilde und weniger gute. Die neunte Übung beinhaltet das Gewahrsein des Geistes und der Geisteszustände, sowie die dritte Übung das Gewahrsein des Körpers und die siebte das der Gefühle umfasste. Einatmend bin ich meines Geistes gewahr. Ausatmend bin ich meines Geistes gewahr. Wir werden uns jedes geistigen Gebildes bewusst, das sich manifestiert hat. Geistiger Gebilde gewahr, atme ich ein. Der Geist ist ein Fluss und jedes geistige Gebilde ist ein Tropfen Wasser darin. Wir sitzen am Flussufer und beobachten das Auftauchen und Schwinden jeder Geistesformation. Wir brauchen nicht darum zu kämpfen, nach ihr zu greifen oder sie wegzustoßen. Wir müssen sie einfach nur in aller Ruhe erkennen und ihr zulächeln, ob sie nun angenehm oder unangenehm ist. Ist Wut da, sagen wir, einatmend weiß ich, das geistige Gebilde der Wut ist in mir. Ist das geistige Gebilde des Zweifels da, atmen wir ein und erkennen die Gegenwart des Zweifels in uns. Als Praktizierende sind wir Beobachtende. Wir brauchen Achtsamkeit und Konzentration, um die geistigen Gebilde zu erkennen. Später dann können wir tief in die Natur des geistigen Gebildes schauen. Bei der zehnten Übung geht es darum, dass der Geist freudig ist. Einatmend lasse ich meinen Geist glücklich werden. Ausatmend lasse ich meinen Geist glücklich werden. Wir schenken unserem Geist Freude, um ihn zu stärken, um ihn zu ermutigen und zu beleben. Unterstützen wir ihn darin, freudvoller und lebendiger zu werden, vermittelt uns das die nötige Kraft, die uns später unsere Schwierigkeiten umarmen und tief in sie hineinschauen lässt. Wenn wir wissen, wie unser Geist arbeitet, wird es einfacher für uns sein, diese zehnte Übung zu praktizieren. Die vier Übungen wahren Eifers und rechten Bemühens helfen uns, des Geistes gewahr zu sein, während wir den negativen Samen die Gelegenheit geben, zu ruhen. Bei der ersten Übung rechten Bemühens erlauben wir den negativen Samen in unserem Speicherbewusstsein zu schlafen und zu ruhen, und wir geben ihnen nicht die Chance, sich zu manifestieren. Manifestieren sie sich zu oft, wird sie das stärken. Die zweite Übung beinhaltet, dass wir einem negativen Samen, der sich manifestiert hat, helfen, so schnell wie möglich ins Speicherbewusstsein zurückzukehren. Denn bleibt er zu lang in unserem Bewusstsein, werden wir leiden,
und er wird ebenfalls gestärkt. Die dritte Übung rechten Bemühens umfasst das Ersetzen eines negativen geistigen Gebildes durch ein positives. Wir verändern unsere Aufmerksamkeit. Den Pflock wechseln nennen wir das. Wenn ein Pflock, der zwei Holzstücke zusammengehalten hat, verrottet ist, dann treibt der Schreiner einen neuen Pflock in das Holz, wodurch der alte zur gleichen Zeit rausgetrieben wird. Bei der vierten Übung geht es darum, dass wir ein gutes geistiges Gebilde, das sich manifestiert hat, so lange wie möglich in unserem Bewusstsein bewahren. So wie sich alle, mit denen wir leben, freuen, wenn eine gute Freundin uns besuchen kommt, so versuchen wir auch dieses Gebilde dazu zu bewegen, noch ein paar Tage länger mit uns zu verbringen. Wir können auch einen anderen Menschen darin unterstützen, das geistige Gebilde zu wechseln. Manifestiert sich ein dunkler Gedanke, Wut oder Angst in ihm, können wir die guten Samen in ihm wässern, damit sie sich manifestieren und das andere geistige Gebilde ersetzen werden. Diese Übung nennen wir selektives Wässern. Unser Leben sollten wir so führen, dass wir die guten Samen mehrmals am Tag berühren und wässern. Bei der elften Übung geht es darum, die Konzentration des Geistes zu fördern, um Einsicht zu erlangen. Einatmend konzentriere ich meinen Geist. Ausatmend konzentriere ich meinen Geist. Konzentration vermag unser Leid hinwegzubrennen. Sie ist wie die Linse einer Lupe, mit der wir Sonnenstrahlen bündeln, um ein Stück Papier zu verbrennen. Verbrennt die Konzentration unser Leid, ist Einsicht da. Der Buddha gab uns viele Lehren, die uns dabei unterstützen, Konzentration zu entwickeln. Unbeständigkeit, Nicht-Selbst und Leerheit sind Aspekte dessen, und wir können sie in unserem täglichen Leben üben. Womit auch immer wir während des Tages in Kontakt kommen, sei es ein Freund, eine Freundin, eine Blume oder eine Wolke, stets können wir uns darin üben, deren Natur von Unbeständigkeit und Intersein zu erkennen. Die zwölfte Übung bezieht sich darauf, den Geist zu befreien. Einatmend befreie ich meinen Geist. Ausatmend befreie ich meinen Geist. Wir brauchen Konzentrationskraft, um unseren Kummer und unsere Sorgen, unsere Wut und unsere Ängste, auch unsere Voreingenommenheiten, all das Leid, das uns fesselt und unseren Geist bindet, zu durchschneiden. Die Lehre über die Unbeständigkeit ist zwar zunächst auf der begrifflichen Ebene angesiedelt, doch wir können mit ihr als Instrument zur Einsicht in Unbeständigkeit gelangen. Ein Streichholz kann uns zu einer Flamme verhelfen. Dann wird die Flamme das Streichholz verzehren. Für unsere Befreiung brauchen wir Einsicht in Unbeständigkeit. Ist sie da, verbrennt sie die begriffliche Ebene. Wir üben uns in der Ausrichtung und Konzentration auf Unbeständigkeit, damit Einsicht in Unbeständigkeit entstehen kann. Während wir sitzen, gehen, atmen und Dinge tun, sind wir auf das Wesen der Unbeständigkeit ausgerichtet. Konzentration beinhaltet, dieses Gewahrsein lebendig zu halten, von Moment zu Moment, so lange wie möglich. Nur durch diese von Konzentration getragene Ausrichtung erlangen wir Einsicht und Befreiung. Stellen wir uns vor, wir sind dabei, uns zu streiten. Leiden ist in uns
und unser Geist ist nicht frei. Die Ausrichtung auf Unbeständigkeit kann uns beide von Wut und Ärger befreien. Einatmend stelle ich mir meinen Liebsten 300 Jahre später vor. Es reicht möglicherweise schon ein Einatmen, um die Wirklichkeit der Unbeständigkeit zu berühren. Einatmend weiß ich, dass ich jetzt lebendig bin und dass auch er jetzt lebendig ist. Und öffnen wir dann unsere Augen, ist doch das Einzige, was wir noch wollen, ihn in den Arm zu nehmen. Einatmend sehe ich, du bist lebendig. Ich bin so glücklich. Das ist Befreiung, die Einsicht in sich birgt. Die Einsicht in Unbeständigkeit. Sind wir von dieser Einsicht erfüllt, werden wir sehr weise mit unserem Liebsten umgehen. Was immer wir tun können, um ihn heute glücklich zu machen, werden wir tun. Wir werden nicht bis morgen warten wollen, denn morgen kann es schon zu spät sein. Manche Menschen weinen herzzerreißend, wenn die Liebste stirbt, denn ihnen wird bewusst, dass sie zu Lebzeiten nicht gut behandelt haben. Sie leiden wegen ihrer Schuldgefühle, denn sie verfügen nicht über die Einsicht in Unbeständigkeit. Unbeständigkeit ist eine Ausrichtung, in der wir uns üben können. Die letzte Gruppe von 4 Übungen, die Wahrnehmungen. Nun kommen wir zum Bereich der Geistesobjekte. Im Buddhismus werden die Welt und alle Phänomene als Objekte des Geistes verstanden, nicht als objektive Wirklichkeit. Wir sind oft in der Vorstellung gefangen, dass es da ein Bewusstsein in uns gäbe und eine objektive Welt außerhalb von uns, die wir zu verstehen versuchen. Und diese Sicht beeinflusst unsere Wahrnehmungen. Doch im Licht der wechselseitigen Verbundenheit des Interseins können Subjekt und Objekt nicht getrennt voneinander existieren. Nehmen wir etwas wahr, so manifestiert sich das Objekt der Wahrnehmung gleichzeitig mit dem Subjekt der Wahrnehmung. Bewusst zu sein bedeutet stets, sich etwas bewusst zu sein. Bei der 13. Übung betrachten wir Unbeständigkeit. Einatmend nehme ich die unbeständige Natur aller Dharmas wahr. Ausatmend nehme ich die unbeständige Natur aller Dharmas wahr. Wir sind bereit, zu akzeptieren und anzunehmen, dass die Dinge unbeständig sind. Doch wir selbst sind lebendig und verhalten uns, als wären wir immer da, und dies als dieselbe Person, die wir jetzt sind. In Wirklichkeit ändert sich alles, in jedem Moment. Sind wir mit einem Menschen zusammen, sind wir manchmal vielleicht mit der Person in Berührung, die er vor 20 Jahren war. Und wir sind nicht imstande, den Menschen des gegenwärtigen Moments mit seiner ganz anderen Art des Denkens und Fühlens zu berühren. Wir sind nicht wirklich mit der Wahrheit der Unbeständigkeit in Berührung. Wir nutzen also unser Geistbewusstsein und meditieren über Unbeständigkeit. Die Ausrichtung auf Unbeständigkeit führt zur befreienden Einsicht in Unbeständigkeit. Unbeständigkeit ist nur eine Ausrichtung. Vertiefen wir uns in sie, entdecken wir nicht selbst Leerheit und Intersein. Unbeständigkeit repräsentiert aber alle Ausrichtungen. Während wir einatmen, halten wir unsere Konzentration auf Unbeständigkeit lebendig, und beim Ausatmen halten wir die Konzentration auf Unbeständigkeit lebendig, bis wir den Durchbruch ins Herz der Wirklichkeit erfahren. Das Objekt unserer Beobachtung mag eine Blume sein, ein Stein, der Mensch, den wir lieben, jemand, den wir hassen. Vielleicht sind auch wir selbst es, unser Schmerz, unser Kummer. Alles kann für uns ein Objekt unserer Meditation sein,
und wir müssen dabei in dem jeweiligen Objekt die Natur der Unbeständigkeit berühren. Die 14. Übung ist die Betrachtung von Nichtverlangen. Einatmend nehme ich das Verschwinden des Verlangens wahr. Ausatmend nehme ich das Verschwinden des Verlangens wahr. Diese Übung will Manas helfen, das stets auf der Suche nach Vergnügen ist und die Gefahren dieser Suche ignoriert. Durch Betrachtung der Unbeständigkeit kann Manas bei der Transformation geholfen werden. Wir schauen tief in das Objekt unseres Verlangens hinein, um dessen wahre Natur zu erkennen. Das Objekt unseres Begehrens kann unseren Körper und unseren Geist zerstören. Es gehört zu den ganz entscheidenden Übungen, dass wir dessen gewahr sind, was wir begehren und was wir konsumieren. Der Buddha gab uns eine Belehrung über die 4 Arten der Nahrung, die wir tagtäglich zu uns nehmen. Die erste Art der Nahrung ist die Nahrung unserer Absichten oder unseres Wollens, unser tiefstes Verlangen. Sie bringt uns die Vitalität, die wir brauchen, um unser Leben zu leben. Wir müssen aber in die Natur unseres Verlangens hineinschauen, um zu erkennen, ob es heilsam ist oder nicht. Unser Verlangen besteht vielleicht in der Suche nach Vergnügungen, und das kann sehr gefährlich sein. Es mag der Wunsch nach Rache sein, der Wunsch zu bestrafen. Die Grundlage dieser Arten unheilsamen Verlangens sind falsche Wahrnehmungen. Wir müssen tief schauen, um zu erkennen, dass solches Verlangen aus Angst, Zweifel oder Wut herrührt. Auch Siddhartha wurde von einem Wunsch, einer Aspiration geleitet. Er sah das Leiden in seinem Königreich und erkannte, dass politische Macht nicht ausreichte, um nachhaltig zu helfen. So suchte er nach einem neuen Weg, um sich selbst zu wandeln und andere Menschen darin zu unterstützen, dies ebenfalls zu tun. Diesen Wunsch nennen wir Erleuchtungsgeist, Anfängergeist. Wir sollten ein starkes Verlangen danach haben, unseren Anfängergeist lebendig zu halten. Der Anfängergeist gibt uns die Stärke und Energie, die Übung fortzusetzen. Die zweite Art der Nahrung ist Bewusstsein, unser kollektives Bewusstsein, die kollektive Energie. In einer Gruppe neigen die Einzelnen dazu, dieselbe Art der Energie zu erzeugen. Wenn wir zusammenkommen, um Achtsamkeit, Konzentration und Mitgefühl zu praktizieren, dann erzeugen wir diese heilsamen Energien kollektiv in der Gemeinschaft. Wir nennen es Sangha. Und das ist sehr nährend und heilend. Eine Sangha aufzubauen, ist für die Welt sehr heilend. Sind wir in einer Gruppe von Menschen voller Ärger und Zorn, dann werden diese negativen Energien auch uns besetzen. Anfangs sind wir vielleicht noch nicht so wie die Menschen in der Gruppe, doch wenn wir lange genug bleiben, wird uns diese kollektive Energie durchdringen. Und wir werden bis zu einem gewissen Grad so wie sie, selbst wenn uns das gar nicht so bewusst ist. Es ist sehr wichtig, darauf zu achten, ob wir in einem guten Umfeld sind oder nicht. Wir brauchen für uns und unsere Kinder ein sicheres Umfeld, in dem die kollektive Energie heilsam ist. Die dritte Art der Nahrung sind die Sinneseindrücke, die wir in Form von Musik, Zeitschriften, Filmen, Unterhaltungen, Werbung zu uns nehmen. Lesen wir einen Zeitungsartikel, schauen wir uns einen Film oder im Fernsehen eine Sendung an, die Gewalt und Wut beinhalten, dann dringen diese negativen Energien in uns ein. Wir müssen entscheiden, was wir zu uns nehmen und was nicht. Psychotherapeutisch arbeitende Menschen müssen sehr vorsichtig sein. Als Psychotherapeut erfahren sie von so vielen Arten des Leidens und der Wut.
Sie brauchen eine starke Praxis, um gesund und gefestigt zu sein, sonst werden sie krank. Sie versuchen zu helfen, doch die negativen Energien ihrer Klientinnen und Klienten, die sie tagtäglich treffen, halten sie besetzt. Eine Sangha beschützt sie und nährt sie bei den wöchentlichen Zusammenkünften. Sonst brennen sie aus und können nicht mehr helfen. Der Buddha verbrachte viel Zeit mit dem Aufbau einer Sangha. Und wir sollten dasselbe tun. Wir können nach Menschen für unsere Sangha in unserem Umfeld Ausschau halten und eine Gemeinschaft aufbauen, die uns schützt und nährt und unsere Praxis lebendig hält. Sonst werden wir unsere Praxis in ein paar Monaten aufgeben und die Sinneseindrücke, die wir durch unsere Augen, die Nase, den Körper und den Geist aufnehmen, werden ungeschützt in uns eindringen. Achtsames Konsumieren schützt uns, unsere Familie und unsere Gesellschaft. Es ist der Pfad, uns selbst zu heilen und die Zerstörung unseres Planeten zu verhindern. Die vierte Quelle unserer Nahrung ist essbare Nahrung. Wir sollten nur solche Dinge zu uns nehmen, die unserem Körper und Geist Frieden und Wohlergehen schenken. Wir essen auf eine Weise, dass wir in unserem Herzen Mitgefühl bewahren können. Vermögen wir das zu tun, dann werden wir auch unseren Planeten retten und die Zukunft unserer Kinder sichern können. In der 15. Übung betrachten wir das Erlöschen. Einatmend beobachte ich Erlöschen. Ausatmend beobachte ich Erlöschen. Nirvana bedeutet Erlöschen oder Verlöschen, das Verlöschen aller begrifflichen Vorstellungen, die wahre Wirklichkeit selbst. Die Natur der Wirklichkeit transzendiert alle Begriffe und Vorstellungen, auch die Vorstellung von Geburt und Tod, Sein und Nichtsein. Das ist das Herzstück dieser Meditation, die äußerste Bemühung, Befreiung zu erlangen. Die Kontemplation über Unbeständigkeit, Nicht-Selbst, Leerheit, Nicht-Geburt und Nicht-Tod vermag uns zu dieser letzten Befreiung zu führen. Die Vorstellung von Geburt und Tod kann eine Quelle von Bedrängnis, Not und Angst sein. Nur durch Einsicht in Nicht-Geburt und Nicht-Tod können wir Kummer und Angst überwinden. Bei der 16. Übung geht es darum, Nirvana, Verlöschen, zu beobachten. Einatmend beobachte ich Loslassen. Ausatmend beobachte ich Loslassen. In dieser Übung lassen wir all unsere Vorstellungen los, um frei zu sein. Das hilft uns, die wahre Natur der Wirklichkeit zu berühren, sowie die tiefe Weisheit, die uns von Angst, Wut und Verzweiflung befreien wird. Nirvana ist kein Ort fernab von uns oder etwas, das in der Zukunft existiert. Nirvana ist die Natur der Wirklichkeit, so wie sie ist. Nirvana gibt es für uns hier und jetzt. Eine Welle auf der Oberfläche des Meeres besteht aus Wasser. Doch sie vergisst manchmal, dass sie aus Wasser besteht. Eine Welle hat einen Anfang, ein Ende, ein Emporsteigen, ein Herabfallen. Eine Welle kann höher oder niedriger, kräftiger oder schwächer als andere Wellen sein. Doch wenn eine Welle sich in Vorstellungen verstrickt, dass sie einen Anfang hat, dass sie aufhört, emporsteigt, herabfällt,
dass sie mehr oder weniger kraftvoll ist, wird sie leiden. Doch wenn sie realisiert, dass sie Wasser ist, ändert sich die Situation sofort. Als Wasser kümmert sie Anfang, Ende, Emporsteigen, Herabfallen nicht mehr. Sie kann es genießen, emporzusteigen, herabzustürzen, diese Welle oder jene Welle zu sein. Es gibt da keine Unterscheidung, keine Angst. Sie muss nicht nach Wasser Ausschau halten, sie ist Wasser im gegenwärtigen Moment. Unsere wahre Natur wird bezeichnet als kein Anfang, kein Ende, keine Geburt und kein Tod. Wissen wir, wie wir unsere wahre Natur berühren können, gibt es weder Angst noch Wut noch Verzweiflung. Unsere wahre Natur ist die Natur von Nirvana. Vom Nichtbeginn an sind wir in Nirvana. Für uns bedeutet zu sterben im Allgemeinen, dass wir aus etwas plötzlich zu nichts werden, von jemandem plötzlich zu niemand. Wir wissen, dass eine Wolke nicht sterben kann. Eine Wolke kann zu Regen, Schnee oder Hagel werden. Sie kann in einen Fluss verwandelt und schließlich zu Tee oder Saft werden. Aber es ist unmöglich, dass eine Wolke stirbt. Die wahre Natur der Wolke ist nicht Geburt und nicht Tod. Wenn jemand Ihnen nahestehendes gestorben ist, dann schauen Sie nach ihm oder ihr in der neuen Manifestation. Es ist unmöglich, dass er stirbt, und auch sie wird in vielfältiger Weise weiter existieren. Mit den Augen des Buddha können Sie ihn oder sie außerhalb und innerhalb ihrer selbst erkennen. Liebste, ich weiß, dass du da bist, in deiner neuen Form. Vor unserer Geburt haben wir bereits im Leib unserer Mutter existiert, und davor gab es uns halb in unserer Mutter und halb in unserem Vater. Es kann nicht etwas aus Nichts entstehen. Wir sind nicht aus dem Nichtsein gekommen. Wir waren schon immer da, in der einen oder anderen Form. Unsere Natur ist die von Nichtgeburt und Nichttod. Nirvana bedeutet das Verlöschen aller Vorstellungen, einschließlich der Vorstellungen von Geburt und Tod, Sein und Nichtsein. Bei der 16. Übung entledigen wir uns all dieser Vorstellungen, lassen sie alle gehen, um vollkommen frei zu sein.